Zur Vorbereitung fürs Pulvern müssen jetzt noch alle Teile, die hier mit einem weißen Punkt gekennzeichnet sind, entfernt werden. Ja, und klarerweise dann auch die entsprechenden Schweißnähte verschliffen werden. Das kommt ja alles weg, auch hier hinten ungefähr in dieser Kontur. Ja, und analog dazu an der rechten Seite auch. Das Einzige, was noch bleibt, ist hier diese Halterung. Die brauche ich ja für den Ausgleichsbehälter der hinteren Bremse. Und das hier bleibt grundsätzlich auch, wird nur in etwa hier den Punkten entlang zugeschliffen oder weggeflext. Hier vorne bleibt so ziemlich alles beim Alten. Da brauche ich die ganzen Halterungen eigentlich noch. Was ich mit der Entlüftung hier vom Motor mache, die ja in dieses Rahmenrohr reingeht, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Da gibt es ein paar alternative Lösungen. Man soll ja dieses Rohr nicht benutzen, weil es innen oft oxidiert ist und dann der Rost über die beiden Leitungen hier oder Auslässe in den Motor gelangen kann. Also keine so optimale Lösung hier von Guzzi. Da glaube ich, werde ich mir noch etwas einfallen lassen. Es gibt die Möglichkeit, eventuell hier in etwa an dieser Stelle einen alten Ölabscheider zu verbauen, wie sie in den früheren Motoren auch verbaut wurden. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, hier um dieses Rohr einen externen Ölabscheider hier zu verbauen. Würde mir, glaube ich, am besten gefallen. Muss man nur schauen, ob ich da mit den Schläuchen dann nicht kollidiere mit meinen doch etwas heftigen Kabelbäumen. Da muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen. Tja, das sind jetzt all die Teile, die ich mal grob weggeflext habe. Hier hinten zum Beispiel oder hier vorne. Ja, und alles, was hier noch übrig geblieben ist, muss ich jetzt wegschleifen. Naja, man kann jetzt schon ganz gut durchs Rahmendreieck durchschauen. Und so sieht es jetzt aus, nachdem alle nicht mehr benötigten Winkel und Haltepunkte entfernt wurden. Ich habe das jetzt einmal mit einer dünnen Flexscheibe gemacht und dann mit einer Schleifscheibe nachpoliert. Die Enden hinten habe ich auch gekürzt. Hier waren ja Löcher drin. Das habe ich alles weggeflext und hier dann rund geschliffen. Ja, und das Etikett musste natürlich auch runter. War jetzt gar nicht so einfach, diese Nietnägel oder Nagelnieten, wie auch immer man das hier nennt, wegzuschleifen. Die kann man ja nicht mehr rausziehen. Aber es ist mir gelungen und jetzt habe ich hier nur noch Löcher drin. Werden nach dem Lackieren genauso wieder benutzt und das Schild muss ja wieder ran. Tja, genau so geht der Rahmen jetzt erstmal zum Strahlen. Ich habe mich übrigens jetzt nach mehrmaligem Hin- und Her-Überlegen entschlossen, den Rahmen lackieren zu lassen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, warum ich zu diesem Entschluss gekommen bin. Ja, das Ganze hat, wie wir alle wissen, Vor- und Nachteile, also Pulvern oder Lackieren. Bei mir ist es jetzt hier so, dass ich am Rahmen, wie ihr seht, schon die eine oder andere kleine Macke noch habe, wo ich da ein bisschen reingeschliffen habe. Auch hier ist es natürlich rau, die Oberfläche. Oder hier hinten habe ich hier eine Öffnung drin. Das ist ja nur ein zusammengequetschtes Rohr. Links genauso, wenn es scharf stellt. Da könnte man ja entweder hart löten oder eine kleine Schweißnaht hier ziehen und dann wieder verschleifen. Ginge natürlich auch alles. Oder man könnte spachteln. Und auch hier habe ich eine kleine Macke, die eigentlich gespachtelt gehört. Hier könnte man natürlich auch hart löten oder vielleicht sogar einen Schweißpunkt setzen, aber den werde ich auf keinen Fall schweißen. Naja, deswegen habe ich mir überlegt, nach dem Strahlen den Rahmen mit Spachtelmasse sauber nochmal zu überarbeiten, dass er überall eine perfekte Oberfläche hat. Das Problem beim Spachteln ist eben, dass nur die wenigsten Spachtelmassen die Hitze aushalten, die man ja beim Pulvern dem Material aussetzt. Auch die Spachtelmassen, die fürs Pulvern geeignet sind, habe ich gelesen, zumindest in einigen Beiträgen und Foren im Internet, dass die dann eventuell auch rissig werden könnten, trotz alledem. Ja, das Ganze möchte ich natürlich vermeiden und ich denke, in Summe ist es hier für diesen Rahmen einfach die bessere oder einfachere Lösung, wenn man ihn lackiert. Ja, und wie man hier schon sieht, im Original ist er ja auch lackiert. Hat er jetzt auch circa 20 Jahre gehalten. Deswegen glaube ich nicht, dass ich hier einen Fehler mache, wenn ich den nicht pulvere. Ja, das war jetzt einfach mal so eine kleine Zwischeninfo, so ein ganz kurzes Filmchen.
Ich wollte euch oder all diejenigen, die da das Interesse noch nicht verloren haben, mir dazu zu schauen bei diesem Projekt, einfach mal kurz eine Info geben, wie weit es jetzt ist gerade, was Stand der Dinge ist. Jetzt geht es dann wieder etwas flotter voran, hoffe ich. Die letzten paar Wochen, ja, das war, entweder hat das Wetter nicht gepasst, weil ich habe einiges draußen geschliffen dann, oder ich hatte keine Zeit oder es war zu kalt hier drin und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja. Ja, aber ich habe jetzt vor, dass es, wie gesagt, wieder etwas schneller vorwärts geht. Wenn der Rahmen lackiert ist, dann wird es dann richtig spannend, dann kommt die Endmontage. Ja, das war's einfach mal von mir, kurz und bündig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.